willkommen bei Berggrills, ausgesetzt in der Wildnis. Liefert ihr auch auf den Sentis? Sentis? Wie Sentis? Sentis auf dem Berg, wir zelten. Darf ich noch mal fragen, wie ist denn Busleitzahl denn? Gute Frage, wir sind hier für einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Samstag früh. Für mich geht es jetzt gleich auf den Berg. Ich wollte euch noch ganz schnell zeigen, was ich alles mitnehme. Gestern ist das Paket angekommen bei Amazon. So, ich habe einmal ein Zelt, ein Geotop oder wie man das nennt. Und zwar habe ich ein gelbes gewählt. Sieht man das? So, weil ich glaube, das Gelbe sieht ganz geil aus auf den Bergen, weil ich habe mir nämlich extra zwei so eine großen Lampen bestellt, also groß, LEDs halt, eins hänge ich oben ins Zelt und eins bestrahle ich die Zeltwand von innen, um in der blauen Stunde Bilder zu machen, weil das gelbe Zelt, das wird richtig geil, hoffe ich zumindest, so vorkommen hinter, also vor dem ganzen Bergen. Ich glaube, das wird geil, das wird so ein Eyecatcher. So, dann habe ich noch einen orangenen oder gelb-orange, was halt geil passt, Schlafsack. Der ist aber nur bis 16 Grad und ich habe gesehen, auf dem Berg, wir gehen auf 2500 Meter Höhe, ist nicht minus, sondern 2 Grad nur die Nacht. Isomatte noch dazu. Und an Kamerazeug nehme ich eigentlich gar nicht so viel mit. Meine Sony Alpha 7 Mark III, dann ein 25mm Objektiv, um halt viel Landschaft mit drauf zu kriegen, und ich werde noch das 55mm von Zeiss einpacken, um so ein paar Bilder zu machen. Weil Julian kommt noch mit, da wollen wir noch ein bisschen was machen. GoPro nehme ich mit. Was haben wir noch dabei? Ja, ein paar Taschenlampen, um eventuell so in der Nacht noch mal ein paar Bilder zu machen. Kopflampe, wo man so nach oben leuchtet. Mit einem Stativ ist ganz wichtig, Stativ mitnehmen. Ja, und dann haben wir eigentlich alles. Ein bisschen Essen, Trinken noch packen. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Ich hoffe, wir kriegen alles hoch. Es hört sich immer nicht so viel an, aber der Rucksack ist dann immer voll. So, jetzt warten wir noch. Eine halbe Stunde sollte Jürgen kommen und dann geht es auch schon los. Bis dahin. Kaffee für den Alexander. Das ist der letzte Kaffee, den du jetzt kriegst. Ja. Und danach bin ich wahrscheinlich wegen Erfrierungstod gestorben oder sitze in der Zelle fest. Also wir gehen uns noch mal ganz schnell einen Kaffee holen, weil das wird ja der letzte Kaffee sein erstmal. Ja. Jürgen und ich haben uns jetzt für 25 Franken ein Million losgeholt. Ich bin gespannt, ob wir gewinnen. Da muss man auf jeden Fall alles freirubbeln und dann alle Zahlen kontrollieren. Das heißt, du sitzt hier bestimmt eine halbe Stunde, aber wir haben ja Zeit auf dem Berg, Leute. Das ist die einzige Beschäftigung, die wir haben. Hier ist los. Und wenn ich gewinne, gehe ich sofort wieder runter vom Berg, dass ihr Bescheid wisst. Dann gehe ich ins Hotel. Haben die echt das Tiltzeug an? Kind schon ausrasten. Geht ab, geht ab! Jetzt geht's zur Bahn. Alter. Da kommt's auch schon da oben. Da oben kommt's. Da geht's erstmal auf den Sentis und dann müssen wir ein bisschen rumklettern und gucken. Ich glaube, die Fahrt kostet 45 Franken hoch. Und danach ja, müssen wir laufen. Laufen. Wie soll's auch anders sein? Jürgen hat es falsch gepackt, jetzt warten wir wieder hier. Zelt oben, Isomatte runter. Ganz einfache Geschichte eigentlich. Ganz klar. Ja. Anfänger. Logisch. Anfänger. Es war ein Spaß, wir machen es jede Woche. Soll ich ein Bild machen mit hinter dem Sunset? Ja. Was? Also hier sind momentan die Fahrradfahrer. Voll mit Hund dort, mein hier. So, jetzt geht's auf die Wanderung. Das ist echt ein harter Anstieg hier. Ich weiß nicht, wie lange wir laufen. Wir haben aber kein richtiges Ziel, weil das Ziel, was ich mir rausgesucht hatte, wird nicht funktionieren, weil dort extrem viele Leute sind schon oder immer noch da rumkriechen. Deswegen müssen wir schauen. Ich habe Turnschuhe angezogen mit keinem Grip mehr. Komplett schlau gewesen schon wieder. Aber nein. Alter! Was denn? Abgestürzt! Mein Zelt verloren! Das wäre nicht schlecht. So, Leute, ich will es euch nochmal zeigen, da unten liegt Schnee. Ihr wisst, wie kalt das ist.
So, wir sind jetzt seit 20, 30 Minuten unterwegs. Jetzt kommt die Sonne auch langsam durch. Wir sind jetzt über den Wolken hier. Und da hinten sind zwei, drei Steinböcke, sehe ich. Ich gucke mal, wie weit ich rankomme. Ich hoffe nicht, dass die mich jetzt gleich aufbocken. Aber mal schauen. Wie geht der mal rein? Zuerst habe ich gedacht, das ist ein Stein mit zwei Stöcken dran. Da sagt die, oh nee, das sind wirklich Steinböcke. Auf jeden Fall ist es jetzt echt ordentlich kalt. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Ich wusste zwar, das sind nur 2 Grad, aber naja. Egal, müssen wir jetzt durch. Ich habe 2 Hoodies mit und ein Zelt und einen Schlafsack. Das muss reichen. So Freunde, ich habe jetzt nur das 25 mm Objektiv dran. Aber ich probiere einfach mal ein Stück ranzugehen, ohne dass er mich auffrisst. Leute, wir warten jetzt noch, bis die Sonne untergeht und dann bauen wir erst das Zelt auf, weil Campen ist verboten, aber guckt euch mal die Sicht an. Alter, ist die geil. Eigentlich ist da oben noch ein Berg, aber der ist gerade verdeckt. Guck mal, die Sonne wird bestimmt nachher noch da unten so durchschimmern. Heute ist ja die Nacht der Sternschnuppen, habe ich gehört. Das werden wir uns mal machen. Guck, ey, es ist so scheiße windig, aber oh, die Sonne. Oh, herrlich. Das ist echt geil. Ein Zelt ist schön, oder? Ich habe erst jetzt gleich schön Antipasti. Immer noch, dass die Sonne endlich untergeht und ich in mein Zelt kann und einen Schlafsack zimmern kann. Nee, wir warten eigentlich noch darauf, dass wirklich die blaue Stunde beginnt. Ich das Zelt von hinten beleuchten kann mit dem LED-Licht und dann ein Bild machen kann, wo das Zelt richtig geil beleuchtet ist. Und man so ein bisschen die Berge sieht. Das ist eigentlich mein Vorhaben, was ich vorhabe. Und danach machen wir die Lose. Und gewinnen die Millionen, dann haben wir nämlich ab. Das wird eine Nacht, ich sag's euch. Ja. Freunde, ich habe keine Ahnung, ob man mich sieht, aber wir haben ja noch die Rubbellose. Und wenn wir jetzt gewinnen, hat Jürgen schon gesagt, wir holen eine Rettungswacht. Wir lassen uns mit dem Helikopter runterholen. Also noch ist es ist noch zu hell. Wir können noch nicht die Bilder machen mit dem Zelt, was ich eigentlich machen wollte. Aber wir haben die Aussicht genossen und die war echt geil. Und jetzt hoffe ich, dass Julian hier gewinnt mit seinem Los. Oder ich mit meinem Los. Ach, du hast auch noch so ein kleines gehabt, ne? Ja, kleines auch noch. Das Glück ist auf unserer Seite. Ich hab nur die 6. Ich hab 5 Fragen gewonnen. Hast du echt? Mhm. Also noch nicht vom Berg. So, die haben dort schon 5 Kästchen von 2. Und wenn sie noch 2 haben, haben wir 20.000. Wir gehen vom Berg, haben wir. So, Julian, ich würde sagen, wir rufen jetzt einen Pizzaboten an. Ja, langsam habe ich Hunger. Ja. Rufst du ihn an? Ruf mal schon an. Mach mal das. Lieferung in 30 Minuten. Hier ist das will ich sehen. Wenn sie es schaffen, kriegen sie es doppelt. Stopp mal. Guten Tag, Peter mein Name. Ja, bitte. Und zwar hätte ich gern 4 Familienpizzen bestellt. Zum Liefern oder Abholen? Liefern wäre nicht schlecht. Wie ist der Nachname? Peter. Der Nachname ist Peter? Ja. Ich wollte nachfragen, wie lang... So 40 Minuten ungefähr. 40 Minuten? Genau. Bis wohin liefern Sie denn? Kommt darauf an, wo Sie sind, das kann ich Ihnen sagen. Ich bin am Sentis. Kennen Sie das? Oh, sorry? Sentis. Moment, schon bitte. Ja, hallo? So, also, darf ich noch mal fragen, wie ist denn Postleitzahl denn? Gute Frage, wir sind hier für einen Urlaub. Zum Urlaub machen. Sentis. Ja, Sentisstraße. Moment, schnell bitte.
Nein, nein, da müssen Sie die Landolstraße anrufen. Das ist denen in Ihres Gebiet. Versuch eins. Sag mal, zwei dicke Pützen und mit Salami und alles. Und dann, wenn er fragt, so sagst du, Sentis. Wie Sentis? Sentis auf dem Berg, wir zelten. Okay. So, zweiter Versuch. Schönen guten Abend. Grüezi. Wir hätten gern zwei fette Pizzen bestellt. Momentan Lieferzeit ist eine Stunde. Wie bitte? Eine Stunde Lieferzeit, Minimum. Eine Stunde. Okay. Liefert ihr auch auf den Sentis? Liefert ihr auch auf den Sentis? Postleitzahl? Ja. Ja, wir machen hier Urlaub. Sentisstraße, kennen Sie das? Ja, die Postleitzahl weiß ich nicht. Naja, tut mir leid, ich kann nichts über Straße so. Ich habe eben kein... Vielleicht mit den Leuten arbeiten, wie dort, weißt du, und lagen sie rufen für mir nochmal. Ja, wir zelten hier, das ist das Problem. Was, sorry? Wir zelten hier, ich kann hier niemanden fragen. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wo ist die Straße, die Boschowetzahl. Ich weiß jetzt nicht, wo ist die Hotel. Wir haben Ihren Kollegen oder eine andere Filiale angerufen und der hat uns die Nummer von Ihnen gegeben, weil anscheinend ihr für den Bereich zuständig seid. Postleitzahl. Postleitzahl, wie sprach denn jetzt Nummer? Na, warum lachen Sie? Ich wollte doch mal sagen, Sentis, aber ich konnte nicht. Welche Straße? Hier gibt es eigentlich nur so einen kleinen Wanderweg. Alter. So, Freunde, es ist jetzt 22 Uhr. Es ist leider etwas spät geworden. Mit Fotos machen war ich ein bisschen spät dran. Ich habe mit Julian einfach zu lange gebraucht, die scheiß Pizza zu bestellen. Und wir haben es schlussendlich doch nicht gekriegt. Wir sind jetzt so bei 4, 5 Grad, es ist echt kalt, der Wind zieht halt auch hier oben lang, aber es war halt fürs Bild eigentlich am geilsten. Und ja, ich denke, ich werde jetzt schlafen gehen, wir sehen uns morgen früh in aller Frische. So, guten Morgen, Freunde, jetzt wird es langsam wieder warm. Die Nacht war echt heftig kalt. Brutal, also... Ich glaube, ich bin so gegen um 11:30 bin ich da rein und konnte erstmal ewig nicht pennen. Kalte Füße und aber es war geil. Also jetzt die Aussicht, die entschädigt komplett alles. Es war echt gut gewesen, aber ich bin fix und fertig. Ich glaube, ich habe so um 5 geschlafen und ging der Wecker schon, dann wollte ich nochmal rausgehen. Hab gesehen, der Akku war leer. Naja, habe ich ein bisschen was mit der GoPro noch gefilmt. Und jetzt sind auch schon die ersten Leute hier am Rumkriechen auf dem Berg. Ich weiß nicht, welche Uhrzeit man hier auf dem Berg klettert, aber... Oder hier haben noch mehrere geschlafen, das kann natürlich auch sein. Ich habe mir schon fast überlegt, ob ich mir so einen Steinbock ins Bett hole. Der sollte mich wärmen. Es war echt kalt. So, jetzt will ich eigentlich nur noch einen Kaffee trinken. Und eigentlich ist heute da oben. Da kommen sie, Jenny und Julian. Wir sind bei der Berghütte jetzt, wo unsere Bahn auch wieder nach unten fährt. Ich weiß gar nicht, wie spät das ist. Wir haben gerade gucken schnell. 7:45. Das heißt, erstmal Cappuccino trinken. Und die Aussicht ist schon geil, oder? Aber man sieht hier gerade nur die Sonne. Aber der Wind ist wirklich richtig fresh. Erstmal schön Kaffee trinken. Und dann geht's nach unten, schnell heim, Flock schneiden. Und dann geht's nämlich heute wieder die Rheintour nach unten. Und diesmal kommen echt viele Leute mit. Mal gucken, ob wir da auch nochmal die Cam mitnehmen oder so.